25 Jahre Engagement und kompromissloser Einsatz für den österreichischen Wein. Das ist die Österreich Wein Marketing. Eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Präsentiert wurde sie im Rahmen einer Pressekonferenz im Palais Coburg in Wien. Von Anfang an mit dabei war Josef Pleil, der Präsident des österreichischen Weinbauverbandes. Historisch gesehen ein schwieriger Anfang. Viele interne Umstellungen, sei es die Finanzierung, sei es die Rechtsform. Wir haben begonnen mit 6, 7 Leuten, heute haben wir 20 Leute. Eine sehr gute Gruppe, die mit jugendlichem Elan und vor allem mit enormer Begeisterung am Wein arbeitet. Das merkt man vor allem an den Aktivitäten der ÖWM, deren Marketingmaßnahmen international beispielgebend sind. Also das größte Lob meiner Meinung nach ist unlängst beim Kongress der Vigneron Indépendant, der unabhängigen Winzer in Bordeaux entstanden. Da war ein ganz großer Saal, ganz tolle Winzer, die da Mitglied sind. Und da hat der Professor Dubourdieu, der ist von der Universität Bordeaux, gesagt, wenn Bordeaux aus der Krise herauskommen will, dann muss sie sich ein Beispiel bei der Österreich Weinmarketing nehmen. Die ÖWM versteht es tatsächlich mit Bravour, den österreichischen Wein international ins Rampenlicht zu stellen. Unter anderem auch durch eine der größten Weinmessen Europas, der Vie Vinum, die alle 2 Jahre abwechselnd mit dem Weingipfel stattfindet. Der wiederum ist Treffpunkt für ca. 200 ausländische Journalisten, die von der ÖWM ins Land gebracht und mit dem österreichischen Wein vertraut gemacht werden. Stolzes Ergebnis der kontinuierlichen Arbeit ist der Exportrekord von 2010, der sich mit 123 Millionen Euro zu Buche schlägt. Wenn man sich die Zahlen anschaut, die Konsumzahlen im Inland und auch die Exportzahlen, vor allem in den letzten Jahren, ist das eigentlich eine Erfolgsgeschichte, die wir sehr der österreichischen Weinmarketing zu verdanken haben. Ich sehe das bei den Auslandsveranstaltungen, ob die in New York, Moskau oder Oslo sind. Also es wird wirklich sehr professionell und vor allem sehr gut zusammengearbeitet mit der österreichischen Wirtschaftskammer. Ich mache offiziell die Pressearbeit, bin sehr viel auch mit den regionalen Weinkomitees, mit den Winzern, mit den Obmännern zugange und bin im Export dann auch zuständig für Großbritannien, für die Schweiz, für Niederlande, für Irland und auch für Neuseeland und Australien. Als Exportland betreue ich als Bereichsleiter Deutschland, Osteuropa, Asien, da im Schwerpunkt China, Indien, Russland, Polen etc. Die Zusammenarbeit macht wirklich Spaß und wir sind einfach ein ziemlich rundes Team und wir ergänzen uns sehr gut. Jeder kann seine Stärken einbringen und da fühlt man sich einfach automatisch wohl. Ja. Dazu trägt sicher auch die eloquent gesellige Art des Geschäftsführers bei, der es einem Entertainer gleich versteht, Leute zu motivieren und zu begeistern. Fragt sich nur noch, was wünscht man der ÖWM für die Zukunft? Ja, also dass genauso weitergeht, wie es eigentlich diese 25 Jahre begonnen hat. Wenn wir die ÖWM nicht hätten, wir müssten uns eigentlich erfinden, weil sie ist wirklich optimal.